Hallo, liebe Facebook-Freunde. Ich arbeite gerade am neuesten Facebook-Klatsch und darin geht es um die Bücherzelle am Haus der Caritas hier in Vechta. Die wird von Inge Orlowski betrieben und sie erzählt uns jetzt mal, was sich dahinter verbirgt. Dass einfach Bücher im Umlauf bleiben, dass sie also ständig ihren Besitzer wechseln können. Die Idee ist mir gekommen, weil ich das in anderen Städten gesehen habe. Und ich wünschte mir halt, dass man ein Buch hineinstellt, ein anderes dafür sich rausnimmt und das klappt sehr gut. Kümmern Sie sich viel um die Bücherzelle? Ja, ich fahre hier jeden Tag hin und sorge hier für Ordnung, stelle neue Bücher rein, wenn mal ein bisschen weniger drin ist oder nehme was raus, wenn zu viel drin ist. Also man muss es auch wirklich jeden Tag machen, damit es so immer ansprechend und schön aussieht. Und wird das Angebot gut angenommen? Ja. Hier ist immer ganz viel los. Man trifft hier fast regelmäßig, wenn man hier ist. Heute ist jetzt und gerade sind Sie da, aber normalerweise findet man hier immer Menschen, die hier gerade drin sind, sich was raussuchen. Und man hat dadurch ganz viel interessante Gespräche. So ein richtiges kleines Kommunikationszentrum schon geworden.